Narzisstische Eltern bestrafen ihre Kinder auf ganz perfide Arten und Weisen, vor allem auch noch, wenn diese Kinder schon längst erwachsen sind. Also wie du diese Bestrafungsmethoden jetzt erkennen lernst, das zeige ich dir heute im brandneuen Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti. Ich bin von Beruf psychologische Beraterin und Coach für Opfer von Narzissten. Herzlich willkommen, schön, dass du hergefunden hast. Klick doch auf den Abonnieren-Button, wenn du noch nie hier warst, dann erhältst du jedes Mal eine Nachricht, wenn ein neues Video hochgeladen wird von mir. Das ist immer donnerstags um 18 Uhr für alle Neuen. Da treffen wir uns hier mit Live-Chat und Premiere. So, aber jetzt mal direkt eingestiegen ins brandneue Video. Ich habe super viele Zuschriften von euch bekommen nach dem letzten Video, wo es um narzisstische Eltern ging und wie ihr die erkennen könnt. Wenn ihr das verpasst habt, schaut mal oben rechts, ich verlinke es euch direkt nochmal. Ja, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, weil das hat scheinbar sehr vielen Menschen die Augen geöffnet, weil eben dieser Missbrauch sehr versteckt vonstatten geht. Und wenn du es da nicht besser weißt, dann kann es sein, dass du es gar nicht checkst. Erst viel später im Leben. So, und genauso versteckt und perfide sind die Bestrafungsmethoden solcher toxischer Eltern. Und da wollen wir heute mal ganz tief einsteigen. Denn auch wenn ihr die nicht erkennt, werdet ihr wahrscheinlich euer Leben lang weiter manipuliert, ohne dass ihr es merkt, ihr Lieben. Ich werde euch jetzt 8 Strafen mit an die Hand geben, wie narzisstische Eltern das so handhaben und auch praktische Beispiele. Denn auch ich stamme aus so einem Haus und musste das als Kind mehr als einmal durchmachen. Deswegen habe ich meine Erfahrung auch hier zum Beruf gemacht, ihr Lieben, ja, und werde euch die jetzt mal vorstellen. So, und die erste Bestrafungsmethode, die narzisstische Eltern anwenden, ist natürlich, das erfahren wir auch in Beziehungen, Ignoranz. Aber das wird wirklich ganz groß geschrieben, ihr Lieben. Riesengroße Letter. Das, was ihr in Beziehungen unter Silent Treatment, oben rechts das Video, schon wahrscheinlich ganz oft erlebt habt in solchen toxischen Beziehungen, das findet tatsächlich schon ganz früh in der Kindheit statt. Und hier ist es umso perfider, denn so ein Kind kann da gar nicht hintersteigen. So ein Kind kann aus so einer Eltern-Kind-Konstellation nicht einfach mal ausbrechen. Wir können wenigstens ausbrechen, wenn wir es erkennen. Die Kinder können es nicht. Also es ist ganz verheerend für Kinder. Und es ist eben so, wenn du narzisstische Eltern hast, dann hast du eine gewisse Rolle zu spielen. Immer und immer wieder. Wenn du das nicht tust, wirst du bestraft. Und eine dieser Bestrafungsmethoden ist wirklich das Ignorieren des Kindes. Und das fängt mit ganz kleinen Dingen an. Ihr wisst ja, wenn man bei Narzissten auf Tretminen tritt, dann können das ganz kleine Dinge sein. Es reicht manchmal, wenn dir ein Glas Milch umkippt. Und dann kann es sein, dass die narzisstische Mutter oder der narzisstische Vater sowas von ausrasten und das Kind dann konsequent Tage oder sogar Wochen lang ignorieren. Und wenn es dann Geschwisterchen hat, dann werden wird mit denen ganz normal weiter umgegangen, während das eine Kind im Grunde da in der Ecke steht und alle tun müssen, als wäre es nicht mehr da. Hier haben wir auch wieder diese krankhafte Geschwister-Verbindung, wo man sagen muss, die Mutter, wenn es jetzt die Mutter ist meinetwegen, dann zwingt sie die anderen Kinder auf ihre Seite zu kommen und das Schweigen durchzuziehen. Das heißt, auch die anderen Kinder lernen, wenn jemand böse ist, dann muss man ihn ignorieren. Und hier legt man natürlich tolle Grundsteine dazu, dass Kinder später auch Narzissten werden und mit anderen Leuten so umgehen. Ja, also dann wahrscheinlich mit ihren engsten Vertrauten, ihr dann später, ne, im Erwachsenenleben. Und das ist ganz haarsträubend. Das heißt, die Kinder trauen sich natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr irgendwie falsch zu atmen, weil sie wissen, wie schlimm sie bestraft werden. Aber gehen wir direkt mal weiter. Was ist denn die zweite Bestrafungsmethode? Ihr wisst, dass Narzissten Kontrollfreaks sind. Alle, wie sie da sind. Komplette Kontrollfreaks, denn sie können niemandem vertrauen. Die vertrauen nicht mal ihren eigenen Kindern. Das heißt, wenn du mit narzisstischen Eltern aufwächst, dann wächst du in einem Umfeld der kompletten Kontrolle und Verbotswelt auf. Du wirst die strengsten Eltern der Welt haben. Und das merkst du spätestens dann, wenn du Jugendliche wirst und vielleicht den ersten Freund mit nach Hause bringst. Oder eben in dem Moment, wo du aus deiner Rolle als Kind
ausbrichst. Und das ist halt meistens im Jugendalter oder halt in der Pubertät, wo du auch mitkriegst, dass andere mal bei ihren Freundinnen übernachten dürfen, ja? Also so ganz simple Dinge schon. Oder auf Geburtstage gehen, die vielleicht mal bis 0 Uhr gehen, ja? Wenn du 16 bist. Und wenn du dann narzisstische Eltern hast, die werden komplett durchknallen. Also bei mir war das wirklich auch da der Fall, wo umso jugendlicher ich wurde, umso älter ich wurde, umso mehr passte ich nicht mehr in die Rolle rein und umso schlimmer wurde dann der Terror. So, und wie machen narzisstische Eltern das dann, wenn sie merken, du wirst flügge? Denn das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt. Denn du sollst ja weiter kontrollierbar und klein bleiben und ihr verlängerter Arm. Und das kannst du natürlich nicht, wenn du anfängst, dein eigenes Leben aufzubauen. Das heißt, was fängt an? Verbote und Kontrollen. Das heißt, du kriegst alles verboten, was so für deine Mitschüler oder Mitfreunde normal ist. Alles, was normal wäre, auch für dein Alter. Übrigens, später in Therapie findet man dann raus, diese Verbote waren nicht erst im Jugendalter da, sondern im Grunde schon seit du auf der Welt bist. Nur als kleines Kind ist es dir nicht wirklich aufgefallen, weil, naja, du bist halt noch abhängiger von deinen Eltern. Das heißt, du denkst, alles, was sie sagen, alles, was sie tun, alles, was du nicht darfst, ist zu deinem Besten. Umso älter du wirst, umso weiter dein Hirn sich entwickelt, umso mehr merkst du, dass es nicht normal ist. So, das heißt, du wirst immer mehr eingesperrt. Wenn du raus darfst, wirst du immer mehr kontrolliert. Das ging bei mir sogar so weit, dass, als ich sagte, ich bin mit einer Freundin in einem Café, in dem Café angerufen wurde und dann der Besitzer des Cafés ans Telefon geholt werden musste, um zu bestätigen, dass ich wirklich da bin. Ihr wisst, wie das ist, wenn Narzissten einmal misstrauisch werden. Und das passiert immer, wenn du aus deiner Rolle fällst. Dann fangen sie an, dich krankhaft zu kontrollieren und einzusperren, weil sie eben sonst die Kontrolle über dich verlieren. Und das wäre für sie das Allerschlimmste. So, wenn du mir jetzt also auch erzählen kannst, dass deine Kindheit und Jugend von Verboten und Kontrollen gekennzeichnet war, bis ins kleinste Detail, wo es wirklich schon pathologisch wird, ja, dann herzlichen Glückwunsch, kommst du wie ich aus einem toxischen Elternhaus. Das ist tatsächlich, das bleibt nicht aus. Und wenn es zum Beispiel eine verdeckte narzisstische Mutter ist, dann wird gern der andere Elternteil dazu gebraucht, die Strafen auch umzusetzen. Aber da kommen wir später dann nochmal zu, ja. Punkt 3. Drohen. Du fällst aus deiner Rolle und du möchtest auf Kontrolle und Verbote nicht mehr eingehen. Dann ist die nächste Stufe das Drohen. Das machen sie teilweise mit kleinen Kindern schon. Dann wird sowas gesagt wie, tja, also wenn du weiter so unartig bist, dann kommt der Weihnachtsmann eben nur zu deinen Geschwistern, aber nicht zu dir. Also es fängt mit kleinen Dingen an, okay? Und manche Dinge, würde man sagen, sind in der Norm auch noch in Ordnung, ne? Um ein bisschen das Kind zu erziehen. Aber spätestens, wenn es daran geht, dass man dem Kind Dinge wegnehmen will oder ist damit bestraft, Dinge wegzunehmen, zu drohen, ja? Du darfst nicht mit auf Klassenfahrt, ja? Und das dann auch vielleicht eiskalt durchzuziehen, weil dir ein Teller umgefallen ist, ja? Ne? Dann wird es irgendwann missbräuchlich und da muss man wirklich aufpassen. Mir wurde damals, by the way, immer gesagt, du kommst ins Heim, wenn du so weitermachst. Also mich wollte man ins Heim schicken. Später, als ich dann zu alt war fürs Heim, hieß es dann, man steckt mich ins Internat. Ja? Also so wurde mir damals immer gedroht, wenn ich ein böses Kind war. Und böse bist du, wie gesagt, schon, wenn du nur deine eigenen Wünsche und Träume verfolgst und nicht der brave Soldat bist, an den deine Eltern sich ihr Leben lang gewöhnt haben. Du wirst irgendwann unbequem. Und wenn nicht, dann hast du ein ziemlich blödes Erwachsenenleben. Weil gerade wenn du erwachsen wirst und da noch so in deren Spinnenweben hängst, du kannst keine gescheite Beziehung führen. Also dann wirst du dein Leben lang wirklich nur jeden zweiten Tag bei deinen Eltern vorbeifahren. Also sei hier bitte vorsichtig, ja, wenn sie dir schon als Kind gedroht haben, sie geben dich weg oder sie geben dich zur Adoption frei oder manchmal hieß es dann auch, wir lassen dich jetzt einfach hier, wenn wir irgendwie im Supermarkt waren oder so. Sei jetzt still, sonst lassen wir dich hier. Ein Kind wird damit Verlustängstler. Wenn du einem Kind ständig drohst, ja, also versteht ihr, die Eltern sind das Fundament für das Kind. Das Kind sollte eine Grundsicherheit von den Eltern lernen. Das heißt, egal wie blöd ich bin, egal was ich für einen Mumpitz mache, auf meine Eltern kann ich mich verlassen, dass die für mich da sind und dass die eben nicht böse werden. Aber wenn du solche Eltern hast, dann hast du ständig das Gefühl, es gibt kein Fundament, du läufst auf Sand. Es könnte jederzeit sein, dass sie dich weggeben oder dalassen oder einfach vergessen.
Und das ist ganz furchtbar. So wachsen Verlustängstler auf. Die haben ihr Leben lang ständig Angst, verlassen zu werden und wissen nicht warum. Das liegt meist im Elternhaus, sage ich euch direkt. Das ist so. Punkt 4. Ich habe das mal überschrieben mit Psychoterror, denn anders kann ich es nicht mehr nennen. Viele narzisstische Eltern, nicht alle, viele neigen zu cholerischen Ausbrüchen oder zu psychoseartigen Ausbrüchen, würde ich das nennen, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Wenn du zum Beispiel, wie gesagt, eine Jugendliche bist, die vielleicht ihren ersten Freund hat, der wirklich eine super weiße Weste hatte, ein super Elternhaus, tolle Ausbildung, nichts dran auszusetzen, jede Mutter hätte sich keinen besseren Schwiegersohn wünschen können. Und deine Eltern dann anfangen, konsequent dein Leben zu zerstören, indem sie dir alles verbieten, dich ständig zu Hause einsperren. Ausflüge machen schon keinen Sinn mehr, denn du wohnst vielleicht auf dem Dorf. Und ganz blödes Beispiel, das nächste Freibad ist eine Stunde gut weg, ja? So, und du sagst, ich möchte bitte mit meinem Freund ins Freibad fahren. Deine Eltern wissen genau, du wirst ungefähr 1 bis 1,5 Stunden brauchen, bis du da bist, weil ihr müsst ja den Bus nehmen. So, dann sagen deine Eltern sowas wie, ja gut, aber spätestens in 3 Stunden bist du wieder da. Logistisch gesehen weißt du dann schon genau, okay, der Ausflug hat keinen Sinn. Okay, also solche Dinge werden dann abgezogen und dann können sie nämlich den Verwandten sagen, nein, wir verbieten nichts. Nee, nee, also das ist gar nicht wahr, ne? Aber im Endeffekt wirst du immer mehr eingesperrt, unter Druck gesetzt, erpresst. Es wird gesagt, wenn du nicht Schluss machst, dann werde ich der ganzen Familie erzählen, ja? Also die fangen richtigen Psychoterror an. Ich habe nicht selten erlebt, dass man nachts schreiend in mein Bett kam und mich angebrüllt hat, was mir dann einfiele, die Familie zu verraten. Denn so fühlt es sich für Narzissten an, wenn du eben nicht mehr ihr goldenes Kind bist, wenn du nicht mehr in deine Rolle zurückfallen möchtest, sondern endlich mal ein eigenes Leben entwickeln möchtest. Und das habe ich jetzt überschrieben mit Psychoterror. Es gibt hunderte Trickschen, die hier angewendet werden. Zum Beispiel, dass dir deine komplette Privatsphäre noch mehr weggenommen wird als vorher. Dass Türen ausgehoben werden von deinem Zimmer, damit du nicht mal mehr ansatzweise etwas haben kannst, das Privatsphäre heißt, ja? Oder dass vielleicht total die privaten Dinge, die du deinen Eltern erzählst, rausgetratscht werden in die ganze Welt zu deiner Familie. Natürlich verdreht und manipulativ, dass die Familie dich dann anruft und fragt, ist das wirklich so passiert? Ja, und du aber eigentlich gar keine Möglichkeit hast, die Wahrheit klarzustellen, denn es wurde ja schon von einem Erwachsenen verdreht weitergegeben. Also Leute, Psychoterror ist hier nicht zu unterschätzen. Den habe ich wirklich in meiner Jugend so krass erlebt, da könnt ihr euch Bücher mitfüllen. Ich weiß, ihr wünscht euch das auch, aber ich habe leider keine Zeit. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal eine Phase, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe und dann fange ich wirklich auch mit dem Bücherschreiben an, weil Leute, ich habe euch viel zu erzählen von meinen Erfahrungen. Ich werde es auch auf jeden Fall machen, versprochen. Also Psychoterror kennst du auch, wenn du ein narzisstisches Elternhaus hattest. Punkt 5. Die fünfte Methode, wie narzisstische Eltern ihre Kinder bestrafen, ist Gewalt. Wie gesagt, das findet nicht in allen Elternhäusern statt. Ich kann dann nur von mir reden. Aber hier wollte ich nochmal drauf ansprechen, wie manipulativ narzisstische Elternteile sind. Es kann sein, dass der andere Elternteil überhaupt nicht toxisch ist, ja, und voll der liebe Mensch. Aber der toxische Elternteil diesen Menschen dann so krass aufhetzt, dem immer wieder hanebüchene Geschichten erzählt über dich und wie schlimm du dich verhältst, dass der andere quasi der Bestrafer ist, ja? Also dass im Grunde erstmal gedroht wird, wenn du nicht, dann gehe ich zum, ja? Und wenn du es dann nicht tust, dass der dann wirklich zum anderen Elternteil geht und der andere Elternteil dann der ist, der die Strafe ausführen soll. Und wenn du dann zwei narzisstische Elternteile hast, dann wird's richtig lustig, weil dann ist der männliche Teil meistens der Choleriker, der die Gewalt ausführt und der andere der passive Teil, der nur jammert und sagt, ach, es ist alles so schlimm und ich brauche Hilfe, ich komme mit dem Kind nicht mehr zurecht. Ja, also das ist ganz perfide und richtig übel. Das heißt, du kannst auch als Kind keinem der beiden Elternteile vertrauen. Denn entweder, wenn du zwei narzisstische Elternteile hast, ist der eine immer der Aggressor, immer die ausführende Gewalt, sag ich mal, ne? Während der andere Elternteil den schüchternen, süßen, verdeckten Narzissten mimt, der es ja gar nicht böse meinte und eigentlich immer nur die Strippen zieht im Hintergrund, ne? Oder du hast vielleicht einen gesunden Elternteil und einen narzisstischen Elternteil, aber der wird dann immer vom narzisstischen Elternteil durchweg gemobbt. Das heißt, der wird so klein geredet, auch von der ganzen Familie. Irgendwann machen die Geschwister dann mit und halten den so klein, dass der sich gar nicht mehr traut, dir gegenüber einzuspringen, wenn er merkt, du wirst missbraucht. Also du merkst schon, sobald ein Narzisst
ein Elternteil ist, wird es einfach Katastrophe. Entweder der andere ist es dann auch und dann macht er mit, oder er wird sowas von unterdrückt und fertig gemacht, dass er den Mund überhaupt nicht mehr aufkriegt. Ja, das ist die Gewalt. Und Punkt 6, und das ist eigentlich das schlimmste Psychische, was sie dir antun werden, ist der Ausschluss. Ausschluss bedeutet mehr als ignorieren, denn hier geht es gerade um Festivitäten wie Weihnachten oder Geburtstage. Und wenn du dann nicht spurst oder Mist baust, dann kann es sein, dass der Elternteil entscheidet, du nimmst an diesem Fest nicht teil. Das ist dann umso grausamer, umso mehr Familie kommt. Das heißt zum Beispiel an Weihnachten, wenn du irgendwas getan hast, was deinem Elternteil nicht gefällt und es ist Weihnachten, dann kann es wirklich sein, dass die dich wirklich auf dein Zimmer schicken und mit der kompletten Familie unten Weihnachten feiern. Und die ganze Familie guckt dabei zu, wie du auf deinem Zimmer hockst und niemand wird für dich einspringen. Denn ich sage euch ganz ehrlich, Narzissmus ist ein Generationending. Ich nenne es fast schon Fluch. Das zieht sich bald über mehrere Generationen meistens. Das heißt, die Großeltern haben auch irgendwo einen Knacks weg, die darüber auch. Und dann gibt es ja immer Enabler, nennen die sich, ja. Die schweigen, die gucken zu und schweigen beim Missbrauch, ja. Die sagen dann, naja, du warst dann wahrscheinlich umgezogen und musst bestraft werden. Das heißt, es kann als Kind dann wirklich sein, dass Weihnachten abgesagt wird, dein Geburtstag, ja. Also die kennen da überhaupt keine Grenzen im Bestrafen. Und die haben da auch kein Mitleid mit dir. Und das Schlimmste ist, dass du natürlich dadurch gebrochen wirst, psychisch. Wenn du merkst, dass deine ganze Familie ein Fest feiert und du darfst nicht dran teilnehmen, keiner geht für dich in Schutz, keiner springt für dich ein. Weil das sind alles Flying Monkeys von denen. Oben rechts das Video, was Flying Monkeys sind. Okay, das heißt, es gibt niemanden in der Familie, der für dich einsteht. So, und natürlich wirst du nach dem Fest runterkommen und dich für alles entschuldigen, was du nie getan hast. Und dein narzisstischer Elternteil wird so glücklich sein. Ich bin so erleichtert, dass du es eingesehen hast, dass du so böse warst. Gott sei Dank, ja. Hier hast du noch was von der Ente übrig ist. Ja, also das ist so krank. Und hier werden Kinder eben auch konditioniert darauf, dass sie immer schuld sind, ne? Und dass sie Dinge sich für Dinge entschuldigen müssen, die sie nie getan haben. Tada, narzisstische Beziehung. Wie oft war das da so bei euch, oder? Konditionierung oben rechts nochmal, wenn ihr es nicht kennt. Du wirst abgerichtet wie ein Hund und auch schon als Kind. Auch schon als Kind, indem man dir die wichtigsten Tage nimmt für dich. Natürlich sind Geburtstage was ganz Besonderes oder Weihnachten, Silvester, Ostern meinetwegen. Ja, das sind super besondere Dinge für dich. Und wenn du da konstant ausgeschlossen wirst und die ganze Familie sieht auch noch zu und hat eine schöne Zeit. Ja, natürlich entschuldigst du dich dann für alles, auch wenn du nichts getan hast. Das ist psychische Gewalt, meine Lieben. Ausschluss. Ganz schrecklich. Punkt 7. Triangulation. Hatten wir oft schon in Bezug auf narzisstische Beziehungen. Jetzt geht es mal um die Familie hier. Ja? Triangulation ist das Mittel der Wahl für jeden versteckten Narzissten. Für jeden. Die lieben das. Die lieben das. Und wenn du keine Geschwister hast, wenn du welche hast, dann gute Nacht. Wie gesagt, die müssen irgendwann Seiten wählen. Ich nehme jetzt mal die Mutter. Wenn die Mutter sauer auf dich ist, wird sie mit den Geschwistern darüber reden, was du für ein blödes Kind bist. Und die Geschwister müssen ihre Seite wählen und sagen, ja Mama, da hast du vollkommen recht, geht gar nicht. Das heißt, die Kinder lernen schon 1a, wie man andere mobbt und wie man sich verhält, wenn man andere mobbt. Ne? Man schließt sich zusammen und geht gegen den anderen vor. Und auch obwohl die Kinder das gar nicht wollen, Kinder wollen nicht mobben, Kinder kennen sowas gar nicht. Aber wenn der Elternteil sie immer wieder dazu zwingt, hier Partnerersatz zu sein, hier Flying Monkey zu sein, dann werden die Kinder, wenn du Pech hast, irgendwann ganz genau so. Und wenn es keine Geschwister gibt, dann mobbt der eine Elternteil immer gegen den anderen Elternteil. Also es gibt immer jemanden zu mobben. Oder es gibt eben dich zu mobben. Ne? Wenn der eine Elternteil eben merkt, du gleitest aus der Kontrolle raus und Verbote und Bestrafungen bringen nichts mehr, dann wird er dem anderen Elternteil so lange einen vom Pferd erzählen, bis der sich auch gegen dich wendet. Und wenn das nicht funktioniert, dann immobilisiert man die komplette Familie. Es werden Tanten angerufen, was weiß ich, Schwäger, Schwägerinnen, ja, die ganze Familie wird immobilisiert und es wird gesagt, hier passieren ganz schlimme Dinge und die ist so ungezogen und du bist so schlimm, ja, dass die Verwandten im Grunde alle schon indoktriniert wurden, was die Wahrheit ist.
dass wenn du als Kind Hilfe suchst, niemanden mehr findest, der dir glauben wird. Denn wer glaubt schon einem Kind? Den Erwachsenen wird geglaubt, nicht dir. Ja. So asozial läuft das. So asozial. Und genau so wachsen solche Kinder unter Narzissten auf. Und da wundert es euch, dass viele Kinder entweder Verlustängstler werden in die dependente Richtung oder eben narzisstisch. Ja, natürlich. Es gibt ja nur erstarre und halte aus oder kämpfe. Mehr gibt es ja da nicht. Ja? Versteht ihr das? Und da haben die Kinder noch Glück, die dann einen guten Partner finden als erstes und da rauskommen. Die dann lernen, was Liebe wirklich ist, vielleicht durch die Mutter des Partners. Die haben Glück, denn die kommen da raus. Aber wenn in diesen narzisstischen Familien ist es oft so, das ist so eng gespannt, da findest du gar keinen Partner. Es gibt Leute, die sind da mit 30 noch Jungfrau. Die wohnen da auch noch bei den Eltern, ja klar. Und die sind so eng eingewoben, Leute, die führen nie gesunde Beziehungen, können die gar nicht. Ist gar nicht möglich. Ist gar nicht möglich, meine Lieben. Triangulation, wichtiges Wort, ja? Wenn jemand mit anderen über dich spricht, um dir damit etwas zu sagen. Triangulation. Des Narzissten liebste Wahl an Kommunikation. So kann man halt wunderbar ständig Leute gegeneinander aufhetzen, aufbringen, ne? Tria, drei auf Griechisch, also es sind immer drei Personen mindestens mit im Boot. Ja. Punkt 8. Und das ist der letzte Punkt, den ich für euch habe. Vorwürfe. Und hier haben wir auch gerne wieder die Narzissten, die Verdeckten. Die agieren super gerne in Vorwürfen. Also ich habe das Gefühl, ihre ganze Existenz besteht aus nichts anderem, als sich selbst zum Opfer zu machen und dem anderen zu erzählen, wie schlimm er ist, ja, und wie sehr er schuld daran ist, dass es dem narzisstischen Elternteil ja schon immer beschissen geht, ja. Aber das ist dann sowas, ne? Wie, was ich nicht alles für dich getan habe, wie kannst du nur so undankbar sein, ne? Also wenn du dein eigenes Leben leben willst zum Beispiel, ne? Oder halt einen Freund hast und mit dem ausziehen willst, ja. Ja, wie kannst du mich so hintergehen? Bei mir hieß es auch oft hintergehen. Mein narzisstischer Elternteil fühlte sich hintergangen von mir, weil ich nicht mehr seine Marionette sein wollte damals. Ja, natürlich, ne? Auch mal von einer Freundin gehört, echt gruselig, wenn du mich irgendwann verlässt, dann kriege ich einen Herzinfarkt und sterbe. Und die hat das wirklich geglaubt, weil die hat das seit Kindheit eingeredet bekommen und dann glaubst du sowas, dann glaubst du solche verrückten Dinge. Oder ein Elternteil, der ständig sagt, ich bin nur so krank, weil du so ein schlimmes Kind bist. Ne? Und die Vorwürfe gehen natürlich, da können wir jetzt hier mal wieder sammeln, was ihr da erlebt habt an Vorwürfen, aber das geht in die Tausende, nehme ich an, ja, was es da nicht alles gibt, um dem Kind oder auch dem Erwachsenen andauernd Schuldgefühle einzureden, ständig einzureden, boah, du bist nicht gut, ja, du bist schlecht, du machst alles falsch, ich leide wegen dir, ich habe so viel für dich aufgegeben. Und ich muss auch wirklich sagen, ganz ehrlich, es gibt ja nichts Ärgeres als verdeckte Narzisstinnen, die dir irgendwas erzählen, sie hätten irgendwas für dich aufgegeben, weil die sind sowas von egoistisch im Endeffekt und benutzen dich ständig nur als Spielball. Aber in ihrer verdrehten Welt sind sie halt das Opfer. Warum das so ist oben rechts, ne? Warum Narzissten immer das Opfer spielen? Opfer spielen war blöd gewählt, denn sie fühlen sich als Opfer. Sie denken realistisch gesehen, sie sind andauernd das Opfer von anderen. Das ist die Wahrheit, das denken die. Und deswegen ist es auch so perfide. Aber das sind jetzt diese 8 Arten, wie Narzissten ihre Kinder und auch im Erwachsenenalter noch bestrafen. Also wenn du dich da erkennst, ja, dann lauf so schnell du kannst. Ja, es ist ganz übel, gerade wenn ein neuer Partner dazukommt, dann wirst du merken, wie der zum Feind mutieren wird und wie sie dir erzählen wollen, dass du dir auf einmal vernachlässigst und ja, dass sich auch nicht mehr gut um dich gekümmert wird und so. Also da laufen ganz schlimme Dinge. Also wenn du merkst, dass dein Elternteil toxisch ist, dann darfst du darfst erstens den Kontakt abbrechen, wenn das für dich das Richtige ist. Du darfst aber auch auf Abstand gehen und für dich selbst erstmal ausloten, wie viel Kontakt ist für mich eigentlich gesund. Das ist alles vollkommen legitim. Also lasst euch da bitte keinen vom Pferd erzählen. Die sind toxisch und die bleiben toxisch. Wenn du das irgendwann durchschaut hast, Therapie gemacht hast, ja, dann kann es sein, dass du von dir aus sagst, okay, so und so viel Kontakt ist für mich in Ordnung, ja.
Aber wenn du es nicht weißt, dann bleibst du in diesem Spinnennetz drin und lässt dich andauernd nur in die eine oder andere Richtung manipulieren. Und das wird, wie gesagt, spätestens krass, wenn der Partner dazu kommt. Ne? Weil der wird dann echt zum kompletten schwarzen Schaf degradiert und da muss man wirklich aufpassen, ihr Lieben. Ja, so viel zum heutigen Thema. Jetzt gebt mal hier alle ganz fleißig einen Daumen rauf, wenn das Video euch gefallen hat. Na los, alle Daumen rauf machen hier, die zugucken gerade. Denn damit triggern wir den YouTube-Algorithmus und das Video verbreitet sich von ganz allein. Außerdem starten wir natürlich jetzt hier wieder unsere Studie bei Hilfe für Opfer von Narzissten wie unter jedem Video. Schreibt doch jetzt mal hier, nicht in den Live-Chat, in die Kommentare nach dem Video, in die Kommentare, wie war es bei euch? Was für Bestrafungsmethoden habt ihr erlebt? Wie arg war das? Wurden euch Dinge weggenommen? Gab es da Gewalt? Wie war es bei euch? Erzählt's ihr, empowert andere, ihr Schweigen zu brechen. Und als letztes sage ich wie immer, verbreitet das Video in Facebook-Gruppen, in alle Gruppen, wo ihr kennt, wo vielleicht Betroffene sind, bei Instagram, ja. Und teilt es auch mit ein, zwei Leuten, die ihr kennt, die unbedingt erfahren sollen, was ihr da erlebt habt. Weil, hey, nur so verbreitet sich hier das Wissen. Dafür mache ich das ja alles, okay, ihr Lieben. Also, ich würde sagen, ich wünsche euch morgen ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns genau hier nächsten Donnerstag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.